Die schnellste Raumsonde, die je die Erde verlassen hat. In 9 Jahren fliegt sie fast 5 Milliarden Kilometer, um eine rätselhafte Welt am Rande des Sonnensystems zu erforschen. Ist er aktiv oder einfach nur tiefgefroren? Das Team hat nur einen Versuch. Das wird ganz schön spannend. Unbekannte Gefahren lauern. Kollidiert New Horizons mit etwas, das nur so groß ist wie ein Reiskorn, ist's vorbei. Ein weiterer großer Schritt für die Menschheit und wir sind dabei. Bei dieser Mission haben wir einen Haufen interessanter Objekte gefunden. Das Ziel? Pluto und der Kuipergürtel. Mit dieser Rakete vom Typ Atlas V startet eine ganz besondere Mission. 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. Dies ist die Raumsonde New Horizons. Sie ist auf der Reise zum Rand des Sonnensystems, um die Geheimnisse des Zwergplaneten Pluto zu lüften. Auf fast 2 Dritteln des Weges befindet sie sich quasi im Winterschlaf. Alle Instrumente, die nicht für Navigation oder Steuerung gebraucht werden, sind ausgeschaltet. Das schont Batterie und Instrumente. Seit ihrem Start hat New Horizons 18 Mal geschlummert. Zwischen 36 und 202 Tage lang. Das macht 2 Nickerchen pro Jahr. Während dieser Schlafphasen sendet die Sonde einmal in der Woche ein Signal ans Kontrollzentrum auf der Erde, um mitzuteilen, dass sie normal funktioniert. Dies ist nun die letzte Ruhephase, bevor New Horizons Geschichte schreibt. We really have never been to a planet like Pluto before. Wir haben noch nie einen so weit entfernten Himmelskörper wie Pluto besucht. Wir sind fast 5 Milliarden Kilometer gereist, um diesen Zwergplaneten zu erforschen. Er ist noch erstaunlich ursprünglich. In den etwa 4,5 Milliarden Jahren, die das Sonnensystem besteht, hat er sich kaum verändert. Eine geologische Zeitkapsel. Pluto gibt bedeutende Hinweise auf die Entstehung unseres Sonnensystems. Einige der wichtigsten Fragen, die wir Planetenforscher uns im 21. Jahrhundert stellen, haben mit der Entstehung des Pluto-Systems zu tun. Antworten kann vielleicht Plutos großer Mond Charon liefern. Sein Durchmesser ist etwa halb so groß wie der von Pluto. Seine Größe deutet darauf hin, dass die Entstehung des Zwergplanetensystems sehr gewaltsam gewesen sein muss. Die genauesten Modelle, die uns vorliegen, lassen vermuten, dass Charon vor Milliarden von Jahren durch eine gigantische Kollision zwischen Pluto und einem anderen Planeten entstanden ist. Dabei wurde Material in den Orbit geschleudert und hat Charon und wahrscheinlich auch die anderen Satelliten geformt. Pluto markiert die innere Grenze einer weitläufigen Region am Rand unseres Sonnensystems, in der zahllose Eis- und Gesteinsklumpen kreisen. Manche so groß wie der Zwergplanet selbst. Wahrscheinlich ist eine Unmenge solch eisiger Objekte wie Pluto im äußeren Bereich des Sonnensystems entstanden. Die meisten existieren heute nicht mehr, aus welchem Grund auch immer. Das, was wir sehen, ist nur ein Bruchteil von dem, was einmal dort gewesen sein muss. New Horizons ist die erste Forschungsmission, die diese Außenbezirke unseres Sonnensystems erkundet. Pluto ist die erste Station der Raumsonde. Jetzt ist sie noch 4,5 Monate von ihm entfernt. Wenn wir durch das Pluto-System fliegen, kommen wir Pluto näher als irgendeinem seiner Monde. Wir fliegen ungefähr in der Mitte zwischen Pluto und seinem innersten Mond Charon durch. Und auf dem gesamten Weg sammeln wir wertvolle Daten. Die Raumsonde hat einiges zu tun. Die Aufgaben sind klar definiert. Die Geologie und die Beschaffenheit von Pluto und Charon dokumentieren, die Planetenoberfläche kartieren sowie die Atmosphäre analysieren.
Welche geologischen Formationen finden sich auf der Oberfläche? Ist Pluto tektonisch oder vulkanisch oder irgendwie anders aktiv? Oder ist er einfach tot und tiefgefroren? Seit seiner Entdeckung gibt Pluto der Wissenschaft Rätsel auf. 1929 tritt ein junger Mann seinen neuen Job am Lowell-Observatorium in der Nähe von Flagstaff in Arizona an. Er heißt Clyde Tombaugh und er hat die Aufgabe, einen Planeten zu finden, der noch hinter der Umlaufbahn Neptuns vermutet wird. Dafür benutzt er den sogenannten Blinkkomparator. Damit kann er Fotografien vergleichen, die er in verschiedenen Nächten aufgenommen hat. Verändert ein Himmelskörper seine Position, ist es kein Stern, sondern ein Planet. 1930 entdeckt Tombaugh den Planeten X. Auf den Vorschlag der 11-jährigen Venetia Burney aus England wird er nach dem römischen Gott der Unterwelt benannt, Pluto. Für die nächsten 75 Jahre ist er der 9. Planet unseres Sonnensystems. Doch 6 Monate nach Beginn der New Horizons Mission im Jahr 2006 bekommt eine alte Kontroverse neues Futter. Es geht um die Frage, was genau ist ein Planet? Jetzt ging die Diskussion darüber wieder los, ob Pluto ein Planet ist oder nicht. Das Ergebnis? Er wurde als Zwergplanet klassifiziert. 2006 wird Pluto neu eingeordnet, nach Meinung mancher sogar degradiert. Ich sage immer, dass diese Kontroverse von Leuten losgetreten wurde, die sich in diesem Feld gar nicht auskennen. Die meisten denken, dass Astronomen und Planetologen zum selben Berufsfeld gehören. Nun ja, ein Zahnarzt und ein Hirnchirurg sind auch beide Ärzte. In Wirklichkeit wissen die meisten Astronomen nicht viel über Planeten. Die Debatte wurde also quasi von Experten ausgelöst, die gar keine sind, aber am lautesten geschrien haben. Ein Objekt sollte aufgrund seiner Eigenschaften als Planet klassifiziert werden und nicht aufgrund seiner Lage. Pluto wurde aber wegen seiner Lage degradiert. Seine Umlaufbahn kreuzt die Neptunbahn. Die Internationale Astronomische Union hat festgelegt, dass ein Planet die nähere Umgebung seiner Bahn von anderen Körpern bereinigt haben muss. Weil Pluto aber Neptun nicht weggeräumt hat, ist er nun kein Planet mehr. Diese Definition kann nicht stimmen, denn dann wäre auch die Erde kein Planet mehr. Zudem gibt es jenseits von Pluto noch mehr Körper von Planetengröße. Mindestens einer von ihnen ist sogar noch größer als Pluto. Ein Planet? Wir dachten, es wären nur 9, aber jetzt sind es eher um die 900. 900 Planeten in unserem Sonnensystem? Die Diskussion über Plutos Status ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat sie auch etwas Gutes, weil sich dadurch mehr Leute für Astronomie und Planetenforschung interessieren. Sie fragen sich, wie sie selbst Pluto einordnen würden. Auf der anderen Seite war es ziemlich bedauerlich, was 2006 auf der Versammlung der Astronomen in Prag passiert ist, weil es eine Abstimmung war. Es wird empfohlen, Pluto einer besonderen Klasse zuzuordnen. Mehr als 2500 Astronomen nahmen an der Vollversammlung der Internationalen Astronomischen Union teil. Doch als es zur Abstimmung kam, waren die meisten schon abgereist. Weniger als 17% der Teilnehmer gaben ihre Stimme ab. Auch an dem Votum an sich gibt es scharfe Kritik. Wer ist für die Resolution 6a, die eine neue Kategorie an transneptunischen Objekten mit Pluto als deren Prototyp einführt? Abstimmungen haben in der Wissenschaft nichts zu suchen. Sie lassen Wissenschaft vielen Menschen als willkürlich erscheinen. Enthaltungen? Als ob die Evolution oder der Klimawandel durch Abstimmungen statt durch Daten bestimmt würden. 237 dafür, 157 dagegen.
Das hätte niemals passieren dürfen. Für die Wissenschaft ist das ein Rückschritt. Es war für sie einer der pädagogisch schlimmsten Momente der letzten Jahrzehnte. Schwer vorzustellen, dass die Erkundung eines Planeten am Rand unseres Sonnensystems auf der Erde für so einen Aufruhr sorgt. New Horizons ist auf der Zielgeraden. Seit ihrem Start vor 9 Jahren hat sich viel verändert. Jetzt entdeckt New Horizons Plutos Monde und sucht nach weiteren bisher unbekannten Himmelskörpern, die ihn umkreisen könnten. Der Zwergplanet liegt nun direkt vor der Sonde. Zum allerersten Mal ist Pluto mehr als nur ein Punkt am nächtlichen Himmel. Am 9. April nehmen Kameras die erste Farbfotografie des Pluto-Systems auf. Selbst aus dieser Entfernung kann man spezifische Merkmale erkennen. Die Bilder, die LORRI Anfang April aus etwa 110 Millionen Kilometern aufnimmt, zeigen bereits Kontraste auf der Oberfläche. LORRI verbraucht weniger Energie als eine Kette Weihnachtslichter. Doch die reicht, um Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu machen. Die Kamera RALPH ist für die Farbfotos zuständig und kommt auch mit Lichtstärken zurecht, die 1000-mal geringer sind als auf der Erde. So kann er Plutos dunkle Seite ablichten. RALPH arbeitet auch im Infrarotbereich, also wie ein Nachtsichtgerät, und kann Wärmequellen ausfindig machen. Als Spektroskop erforscht er zusätzlich die Oberflächenbeschaffenheit. Zwei weitere Instrumente beschäftigen sich mit den Teilchen in Plutos Atmosphäre. PEPSI sucht nach neutralen Atomen, die ihr entweichen und vom Sonnenwind aufgeladen werden. SWOP misst geladene Teilchen, die vom Sonnenwind aus der Atmosphäre gerissen werden. Etwa 10 Wochen bevor wir Pluto erreichen, haben wir eine bessere Auflösung als beim Hubble-Teleskop. Je näher wir kommen, desto besser wird sie. So können wir das Pluto-System eingehend untersuchen. Früher hat Hubble die besten Bilder aufgenommen, die unter anderem von Mark Bowie ausgewertet wurden. Jeden Tag kommt New Horizons Pluto fast 1,5 Millionen Kilometer näher. Und so werden auch die Bilder detailreicher. Es werden helle und dunkle Regionen sichtbar, die von Unterschieden in der Albedo des Planeten verursacht werden. Die Albedo besagt, wie stark eine Oberfläche reflektiert. Hier sind sehr interessante Muster zu erkennen, wie diese große dunkle Fläche, die wir schon seit langem kennen. In diesen Regionen ist die Oberfläche mit stark kohlenstoffhaltigem Material bedeckt, das wenig Licht reflektiert. Das hier ist der hellste Bereich auf dem Planeten. Wir wissen, dass dort die Konzentration an Kohlenmonoxideis am größten ist. Wenn Pluto sich dreht, ändert sich seine Helligkeit. Es gibt also helle und dunkle Regionen auf seiner Oberfläche. Bowie hat den Planern der Mission zu einer Flugbahn geraten, die auf den großen hellen Fleck zusteuert. Diese 3 Bilder wurden vom LORRI-Teleskop aufgenommen. Jeden Tag werden die Aufnahmen etwas schärfer. In den nächsten Wochen wird sich ihre Auflösung weiter verbessern. Ein großer Erfolg für die Wissenschaft. New Horizons ist noch 60 Millionen Kilometer vom Ziel entfernt. Alle Systeme funktionieren tadellos. Eine Sonde auf eine jahrzehntelange Reise zu einem 5 Milliarden Kilometer entfernten Punkt zu schicken, ist ein Meilenstein des Weltraumzeitalters. In den 50er Jahren ging es los. Und heute können wir uns durch den technischen Fortschritt zum ersten Mal das Sonnensystem erschließen. Wie schon Carl Sagan sagte, man ist immer nur für 1 oder 2 Generationen der Erste. Der Erste auf dem Mars, der Venus, der Erste, der all diese Orte erforscht, die vorher nur Punkte am Himmel waren. Jetzt werden sie zu echten Welten. Seit Voyager 2 am Neptun vorbeigeflogen ist, wurde kein neuer Planet mehr besucht. Nur eine Welt blieb weiter im Verborgenen. New Horizons kommt ihr immer näher und ist kurz davor, eine wichtige Entdeckung zu machen, die eine große Gefahr für sie selbst darstellt.
Als wir Plutos kleine Monde entdeckten, wurde uns klar, dass sie, wie andere Objekte im Sonnensystem auch, von kleineren Körpern getroffen werden, wenn Pluto sie durch den Kuipergürtel zieht. Die Entstehung der Krater auf diesen Minimonden verläuft anders als in Situationen, die wir früher untersucht haben. Weil sie so klein sind, haben sie fast keine Schwerkraft. Wenn ein Krater entsteht, fällt die Materie, die dabei herausgeschleudert wird, nicht auf den Mond zurück. Sie ist zu schnell, als dass die Schwerkraft sie halten könnte. Also gelangt sie in die Umlaufbahn von Pluto, ist aber zu klein, um gesehen zu werden. Und so stellt sie eine große Gefahr für New Horizons dar. Bei ihrer Geschwindigkeit könnte ihr die Kollision mit einem Felsbrocken oder einem Kiesel oder schon einem Reiskorn erheblichen Schaden zufügen. Deswegen machten wir uns Sorgen. Dieses Reiskorn ist sogar noch etwas größer, als es sein müsste, um die Sonde zu zerstören. Jetzt habe ich das meiste abgebrochen. Können Sie dieses klitzekleine Stück sehen? Es ist immer noch größer, als es sein müsste, um die Sonde zu zerstören. Dieses kleine Ding. Es könnte ein Kabel zerreißen, eine Linse beschädigen, den Computer demolieren oder irgendwas anderes kaputt machen. Das wäre das Ende der Mission. Ein spezielles Team wird gebildet. Es sucht nach Trümmern in der Flugbahn. Doch die Gefahr könnte unsichtbar sein. Von der Größe eines Autos bis zu der eines Sandkorns ist alles möglich. New Horizons rast mit 1,2 Millionen Kilometern pro Tag durchs All. Eine Kollision bei dieser Geschwindigkeit bedeutet das aus. Die Sonde könnte beschädigt werden, vielleicht immer noch Daten sammeln, aber diese nicht ans Kontrollzentrum zurückschicken. Oder die Stromversorgung wird unterbrochen und sie schaltet ab. Doch trotz des Risikos stehen die Chancen gut, dass New Horizons sicher durch das Pluto-System kommt. Es sieht ganz gut aus. Es ist ja nicht so, dass wir sie zur Invasion in der Normandie schicken, wo die Opferzahlen enorm sind. Es besteht kaum die Möglichkeit, dass sie getroffen wird. Aber ganz ausgeschlossen ist es eben auch nicht, weil wir ins Unbekannte fliegen. Gibt es Regionen im Pluto-System, in denen die Gefahr einer Kollision größer ist als in anderen? Charon ist wie ein großer Staubsauger, der die ganze Materie aus seinem Orbit ansaugt. Das ist wohl einer der gefährlichsten Orte, weil da so viele Teilchen rumfliegen. Deswegen ist es am sichersten, wenn die Flugbahn direkt durch die Mitte des Pluto-Systems führt. Doch das Team bleibt weiter wachsam. Wenn etwas nach einer Gefahr aussieht, können wir immer noch das Antenne-als-Rambock-Manöver einsetzen. Dabei drehen wir die Sonde so, dass die Antenne in Bewegungsrichtung zeigt und so als Schutz fungiert. Das wäre aber nur eine Notlösung, weil es unsere Forschungsergebnisse gefährden würde. Aber nur so können wir zumindest einige Daten erhalten und die Mission würde nicht komplett scheitern. Die nächsten Tage werden spannend. Dann passiert es. Der Kontakt zu New Horizons bricht ab. Im Kontrollzentrum wird fieberhaft nach der Ursache für den Ausfall gesucht. Könnte die Sonde mit etwas zusammengestoßen sein? Ich glaube, ich habe nur 6 oder 7 Minuten vom Büro ins Kontrollzentrum gebraucht, als ich angerufen wurde. Es konnte ja sonst was passiert sein. Neunzig Minuten vergehen. Dann wird ein Telemetriesignal empfangen. Aber es kommt nicht vom Hauptcomputer. Das Team hatte zur selben Zeit Instruktionen für den Vorbeiflug hochgeladen, als der Computer Daten komprimierte. Deswegen hat sich der Hauptcomputer wegen Überlastung ausgeschaltet. Der Backup-Computer ist eingesprungen und hat die Sonde in den Sicherheitsmodus versetzt. Dabei gingen leider einige Daten verloren. Wir haben 16 Bilder von Lori verloren und 4 Farbbilder von Ralph. Insgesamt waren es ungefähr 30, die in dieser Zeit gelöscht wurden. Aber das hatte zum Glück keinen Einfluss auf die wichtigsten Erkenntnisse.
Nach 2 Tagen ist der Hauptcomputer wieder einsatzbereit. Jetzt kann auch das Team wieder arbeiten. New Horizons is doing great. New Horizons funktioniert einwandfrei und ist weiterhin auf Kurs. Die Instrumente arbeiten wie erhofft und wir erhalten großartige Daten. Nach 9,5 Jahren sind es nur noch 5 Tage bis zum Vorbeiflug. New Horizons ist fast am Ziel. Wir bekommen schon jetzt viele Daten und alle paar Stunden entdecken wir Neues. Die Erforschung ist am intensivsten in einem Zeitfenster von 9 Tagen zwischen dem 7. und 15. Juli. Während dieser Zeit ist New Horizons ununterbrochen damit beschäftigt, Daten zu sammeln. Die Sonde ist im Moment in perfektem Zustand. Sie arbeitet genauso, wie wir es uns wünschen. Programmierte Befehle steuern die Instrumente an Bord und bestimmen, wie die Sonde sich in nächster Nähe des Planeten verhalten soll. Die neuesten Bilder sind beeindruckend. Wenn ich das Foto anschaue, ist er darauf nicht nur besser zu erkennen als auf meiner Karte, sondern ich sehe eine komplette Welt. Diese Veränderung in meiner Wahrnehmung ist erst heute passiert. Was spielt sich dort ab? Endlich können wir veraltete Ideen und Theorien verwerfen. Da gibt es keinen riesigen Krater wie das Mare Imbrium auf dem Mond. So sieht es auf dem Pluto nicht aus. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie es dort ist, aber es ist unglaublich spannend, die ganzen Daten, die täglich reinkommen, auszuwerten. Eine weitere Überraschung: Charons Polkappe. Auf Charon können wir eine dunkle Nordpolarregion erkennen. Die Daten, die ich über die letzten Jahrzehnte ausgewertet habe, gaben daraufhin keine Hinweise. Dass Charon einen dunklen Pol hat, kam sehr unerwartet und wir können es uns auch noch nicht erklären. Aber in den nächsten Tagen sollten wir Informationen über seine Zusammensetzung bekommen, die uns helfen herauszufinden, worum es sich dabei handelt. Details, was zum Beispiel Plutos Oberflächenstruktur angeht, bekommen wir erst nach dem Vorbeiflug morgen. Lassen Sie mich erklären, was beim Vorbeiflug passiert. Heute Abend bekommen wir die letzten Signale der Sonde. Das ist Teil des Flugplans. Danach sind wir so nah an Pluto, dass wir keine Zeit damit verschwenden wollen, die Antenne Richtung Erde auszurichten, um besser kommunizieren zu können. Denn wenn die Antenne in unsere Richtung zeigt, dann sind die Kameras und Spektrometer nicht auf Pluto und seine Monde ausgerichtet. Die Sonde ist also in den nächsten 24 Stunden komplett auf sich allein gestellt. Aber sie wird auch sehr beschäftigt sein, weil sie hunderte wissenschaftliche Beobachtungen der 6 Ziele im Pluto-System machen wird. Vom Planeten selbst und von seinen 5 Monden. Bei ihrem Endanflug auf Pluto agiert die Sonde eigenständig. Sie überprüft kontinuierlich alle Steuersysteme und wissenschaftlichen Apparaturen, die Temperatur- und Stromversorgung. Sie komprimiert und speichert Daten und beobachtet den Planeten. Im Kontrollzentrum auf der Erde versammelt sich eine Menschenmenge, die darauf wartet, dass New Horizons den Punkt der größten Annäherung erreicht. Dann wird die Sonde nur noch gut 12.000 Kilometer von Plutos Oberfläche entfernt sein. 3, 2, 1, New Horizons and Pluto 2015! Die Raumsonde fliegt am Planeten vorbei. Doch damit ist die Arbeit nicht getan. Auf der Rückseite entfernt sie sich dann wieder von Pluto, macht aber noch den ganzen Tag und Abend weitere wissenschaftliche Messungen. Es wird nur eine Pause von 20 Minuten geben, innerhalb der sie mit uns kommuniziert. Sie übermittelt keine Messdaten, sondern gibt uns Informationen über ihren technischen Zustand, quasi um uns zu beruhigen. Das wird ungefähr gegen 22.30 Uhr sein. Aber das Signal, das in Lichtgeschwindigkeit übermittelt wird, braucht 4,5 Stunden, bis es um 3 Uhr morgens auf der Erde ankommt.
Nachher wird's mir besser gehen. Wir haben einfach so viel Zeit investiert, um das Risiko für die Sonde zu analysieren. Wenn sie uns übermittelt, dass sie okay ist, dann können wir uns entspannen. Dann müssen wir uns keine Sorgen mehr über irgendwelche Gefahrenquellen machen. Es wird ein großartiger Moment. Now, during that time when it's not talking to us, we believe that in der Zeit, in der sie nicht mit uns kommuniziert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit etwas zusammenstößt, ziemlich gering. Vielleicht 1 zu 5.000 oder 10.000. Es sollte also recht sicher sein. Aber sie ist irgendwie unser Baby. Und es ist nur allzu menschlich, dass wir nochmal von ihr hören wollen, um zu wissen, dass alles gut ist. Die Atmosphäre wird um die Zeit etwas angespannt sein. Aber das ist normal. Hier ist Geduld eine Tugend. Besonders nach 9,5 Jahren. Was sind da noch ein paar Minuten mehr? Stimmt. Okay, ich glaube, wir können zu Mission Operations abgeben. Wir sind im Deep Space Network. Einloggen. Der erste Schritt, um Daten zu bekommen. Okay, verstanden. Wir sind mit der Telemetrie der Sonde verbunden. Bitte, CNDH. CNDH meldet normalen Status. Die SSA-Zeiger stehen, wo sie stehen sollen. Wir haben die erwartete Menge an Daten aufgezeichnet. Verstanden. Wie es aussieht, läuft die Aufzeichnung gut. Der Sonde geht's gut. Wir haben Daten vom Pluto-System aufgezeichnet. Jetzt geht's zum Pluto. Die Sonde arbeitet wie gewünscht. Das Team von New Horizons ist dort angekommen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Ich würde gerne das New Horizons-Team der NASA beglückwünschen zu seiner wegweisenden, jahrzehntelangen Mission, das Pluto-System, dem Kuipergürtel, zu erforschen. Milliarden Kilometer von der Erde entfernt wird uns die kleine computergesteuerte Sonde die ersten Bilder vom rätselhaften Pluto am Rande unseres Sonnensystems zeigen. Endlich kommen die ersten Bilder an. Sie zeigen den Planeten so detailgetreu wie noch nie. Pluto ist keine unbekannte Welt mehr. Ich bin zwar keine Geologin, aber ich klettere gerne und mag Felsen. Außerdem fahre ich sehr gerne Ski. Und jetzt sehe ich auf der Oberfläche Schnee und Gestein. Diese Bilder sind einfach unglaublich. Als wir sie uns angesehen haben, sind wir wie die Kinder herumgehüpft und haben die Geologen gefragt, was ist das und das da? Er sieht dem Mars erstaunlich ähnlich. Er ist rötlich, hat Einschlagkrater und Erdspalten. Wir haben hochauflösende Bilder von Pluto, die wir heute gerade gezeigt haben. Die detailreichsten, die es je gab. Haben die Karten von Mark Bowie, die Kameras von New Horizons, zu den besten Regionen für die wissenschaftliche Erforschung geführt? Sie zeigten eine herzförmige Fläche, die nun inoffiziell Tombo Regio genannt wird. Wir schauen uns nicht zufällig diesen Teil des Pluto an. Anhand aller erdgebundenen Daten, die wir bisher gesammelt haben, und der vom Hubble-Teleskop, haben wir uns die Frage gestellt, wenn wir nur einen Teil von Pluto ganz genau erforschen können, welcher wäre das? Wir haben uns für die Tombow-Region entschieden. Hochauflösende Bilder, die von der Lorry-Kamera aufgenommen wurden, zeigen neue Strukturen. Am Rand dieses Bereichs fegen eisige Winde über die weite gefrorene Ebene. Rätselhafte, kantige Hügel beherrschen die Landschaft und gehen in uralte, niedrige Berge über. Die Region wurde Sputnik Planum genannt, Sputnik-Ebene. Gletscher aus Stickstoffeis ergießen sich über die Wände eines zerklüfteten Kraters in die Ebene. Ein Vorgang,
den die Wissenschaftler jetzt erforschen. Entlang des Äquators liegt eine ungewöhnliche Bergkette, die Norge Montes. Sie bestehen aus gefrorenem Wasser und ragen 3500 Meter in die Höhe. Ihre Steilhänge schneiden durch die dünne Luft und halten jeglicher Erosion stand. Hier verlässt uns unsere Intuition bezüglich geologischer Prozesse. Das ist alles so anders, dass wir eine ganz neue Art der planetarischen Landschaftsbildung erforschen müssen. Hier laufen die Entstehungsprozesse total anders. In den Daten müssen wir nach Hinweisen suchen. In den wenigen Stunden, in denen wir uns die Bilder ansehen konnten, sind wir schon auf sehr viele Überraschungen gestoßen, mit denen wir uns näher beschäftigen müssen. Er ist unglaublich schön. Pluto hätte auch sehr langweilig sein können. Zumindest auf mich wirken manche Objekte in unserem Sonnensystem, als seien sie nur Kugeln, die mit Kratern überzogen sind. Pluto ist alles andere als das. Und auch Charon. Bei dieser Mission haben wir einen Haufen interessanter Objekte gefunden. Plutos Monde sind wohl die größte Überraschung. We have big news. Wir haben das erste Bild von Hydra, dem von Pluto entferntesten Mond. Und Charon scheint aktiv zu sein. Die erste Serie an Bildern, die veröffentlicht werden, zeigt den entferntesten der Pluto-Monde, Hydra. Seine Form ist nicht eindeutig zu erkennen und seine Helligkeit gibt Rätsel auf. Im Weltall werden Objekte dunkler, wenn sie altern, aber Hydra ist sehr hell. Deswegen denken viele, er bestehe aus Wassereis. Von Charon hatten die meisten erwartet, dass er mit Kratern übersät sein würde. Ein Relikt aus den frühen Tagen des Sonnensystems. Er ist zwar ein Relikt, aber seine Oberfläche wurde seit 4 Milliarden Jahren jede Woche quasi übermalt. Naja, vielleicht nicht jede Woche, aber alle paar tausend Jahre kam eine neue Schicht dazu. Wir lernen eine sehr interessante Geologie kennen. Wir müssen uns durch die gesammelten Daten wühlen, um mehr über die Beschaffenheit und die Eigenschaften zu erfahren. Irgendwann werden wir sowohl Plutos als auch Charons Merkmale kennen. Aber es wird wohl länger dauern, als wir uns das vorgestellt haben. Besonders interessant ist der dunkle Fleck an Charons Nordpol. Der dunkle Bereich am Nordpol von Charon ist wie ein Weihnachtsgeschenk. Eine nette kleine Überraschung. Es gibt auch schon eine Erklärung dafür. Wegen der lange andauernden Jahreszeiten liegt ein Pol für sehr lange Zeit im Dunkeln. An diesem dunklen Pol wird es dann extrem kalt. Die dunkle Farbe kommt von einer dünnen Schicht aus Methan und Ethan, die diese Kälte überstehen. An einer Seite weist Charon eine riesige Spalte auf, in deren Nähe ein Berg fast 3 Kilometer in die Höhe ragt. Wie sind sie entstanden? Pluto und Charon sind nicht so dicht und massiv, wie man das vielleicht erwarten würde. Das Material in der Vertiefung, die den Berg umgibt, könnte durch sein Gewicht eingefallen sein. Plutos Oberfläche ist sehr komplex. Was wir aus unseren Beobachtungen schließen können, ist, dass Methan die größten Spuren hinterlassen hat, aber Stickstoff mengenmäßig am meisten vorkommt. Und dann gibt es auch noch Kohlenmonoxid. Hier sehen wir eine Karte, die auf spektroskopischen Messungen von LISA basiert. Das Violette ist die Verteilung von Methan an der Oberfläche. Im flachen Sputnik-Planum scheint es die größte Konzentration an Methan zu geben. Die Zusammensetzung von Pluto, seine Dichte, lässt darauf schließen, dass er zu einem großen Teil aus Wassereis besteht. Aber spektroskopisch lässt sich das nicht belegen. Fernbeobachtungen zeigen auch keine Spuren, also ist es wahrscheinlich versteckt. Das wäre auf jeden Fall möglich. Nachdem New Horizons das Pluto-Charon-System durchquert hat, dreht sich die Sonde, um eines der spektakulärsten Bilder der ganzen Mission aufzunehmen.
Plutos Atmosphäre im Gegenlicht. Plutos Atmosphäre verliert ständig Gas. Und einige andere tolle Modelle zeigen, wie viel Gas es in und um Charon herum gibt. Plutos Atmosphäre ist eine der außergewöhnlichsten unseres Sonnensystems. Sie ist sehr dünn, aber sehr hoch und ständig entweicht Gas ins All. Die Raumsonde blickt jetzt von hinten auf den Zwergplaneten und fängt ein, wie das Sonnenlicht durch seine Atmosphäre strahlt. Alice, das Ultraviolettspektrometer, nimmt von der Rückseite Plutos das ultraviolette Licht auf, das von der Sonne kommt und von den unterschiedlichen Gasen in seiner Atmosphäre abgeschwächt wird. Das hilft uns, mehr über ihre chemische Zusammensetzung zu erfahren. Manche Forscher vermuten, dass sie früher einmal dichter war als heute. Wir wissen, dass sich Plutos Atmosphäre in den vergangenen 30 Jahren dramatisch verändert hat. Wir konnten ihren Druck messen, indem wir Sterne beobachtet haben, vor denen Pluto vorbeigezogen ist. Ihre Leuchtkraft hat uns Aufschluss über den Atmosphärendruck gegeben. Seit den 80ern hat der sich mehr als verdoppelt. Das bedeutet, dass sich jetzt mehr Materie in der Atmosphäre befindet. Entweder stammt sie von Vulkanen oder Geysiren, oder es ist Schnee verdampft und in die Atmosphäre aufgestiegen. Es könnte auch eine Kombination von beidem sein. Wenn wir erst einmal alle Daten zur Zusammensetzung, Temperatur, Topographie und Geologie haben, können wir diesen Dingen auf den Grund gehen. Während sie den Zwergplaneten immer weiter hinter sich lässt, sendet die Sonde unablässig die gesammelten Daten zurück zur Erde. Die Daten sind hauptsächlich geologischer Art. Aber wir können auch Karten erstellen und sehen, wo sich die hellen und dunklen Muster befinden. Die neuen Karten kann ich dann mit denen vergleichen, die ich über die vergangenen Jahre erstellt habe. Aber zuerst genieße ich die Nahaufnahmen. 4 Wochen nach dem Vorbeiflug sind neue Aufnahmen eingetroffen. Die Wissenschaftler erhalten einen zweiten Blick auf Plutos spezielle Geologie. Dies sind neue Details aus der Randregion des Sputnik-Planum. Im Zentrum des Bildes sind Blöcke aus Wassereis zu erkennen. Die kleinsten Objekte sind 1,5 Kilometer breit. Sind es Dünen aus granuliertem Stickstoff, die vom eisigen Wind bewegt werden? Oder sind sie festgefroren, wie die Sanddünen auf dem Mars? Hier fliegen wir an der Oberfläche des Pluto an der äußeren Wand eines großen Kraters entlang. Der dunkle Boden links ist am ältesten. Je älter der Untergrund, desto stärker ist er von Kratern gezeichnet. Der gelbe Kraterboden ist jünger als seine dunkle Umgebung. Der weiße Grund ist frischer Stickstoffschnee. Der Mond Charon beherrscht den Himmel. Aber schneit es wirklich auf dem Pluto? Vielleicht nicht. Wir konnten schon anhand unserer erdgebundenen Forschung und der Hubble-Aufnahmen sehen, dass sich die Oberfläche von Pluto über die vergangenen Jahrzehnte verändert hat. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das durch sogenannte volatile Migration gekommen ist. Das ist einfach eine ausgefallene Art zu sagen, dass sich Schnee bewegt. Sowohl die Computermodelle als auch die spärlichen, von der Erde aus gemessenen Daten deuten darauf hin. Jetzt können wir uns das näher ansehen. Wie sind die Berge entstanden? Diese Aufnahme zeigt einen etwa 120 Kilometer breiten Abschnitt. Wir können Details von etwa 270 Metern Größe erkennen. Einzelne Berge sind wie an einem Band aufgereiht und formen einen seltsamen Archipel inmitten eines Meeres aus gefrorenem Stickstoff. Sie wirken wie windgepeitschte Dünen. Auf den großartigen Bildern, die wir erst heute veröffentlicht haben, sieht man diese topografischen Formationen, diese Berge, die riesig groß sind. Die können nicht aus Stickstoff, Methan oder Kohlenmonoxid bestehen. Sie können nur aus Fels und Eis sein.
Wir denken, dass Plutos Kern aus Gestein besteht, so wie die Erde einen Eisenkern hat. Aber der Mantel von Pluto ist unserer Meinung nach aus Eis. Wassereis hat eine geringere Dichte als Stickstoffeis. Hier sehen wir klobige Hügel aus Wassereis, die von unsichtbaren, sich langsam bewegenden Wellen in ein Meer aus Stickstoff gezogen werden. Sie wirken wie Eisberge. Welche Kraft dafür verantwortlich ist, ist bisher nicht bekannt. Neue Daten von LISA zeigen, dass ein größerer Teil von Plutos Oberfläche mit Wassereis bedeckt ist, als vorher angenommen wurde. Es wird offensichtlich von anderen Eisarten wie Methan, Stickstoff und Kohlenmonoxideis überlagert. Ein echtes Rätsel. Das führt uns wieder vor Augen, wie wenig wir über diese Eiswelten wissen. Aber nichts ist so überwältigend wie die Farben in diesem Bild. Blau-, Rot- und Infrarotaufnahmen, die von Ralph aufgenommen wurden, zeigen unglaubliche Details. Dank Bildbearbeitung sieht man mehr von der Region, die inoffiziell Tartarus Dorsa genannt wird und sonst im Halbdunkel liegt. Dies ist etwas ganz Neues. So etwas gibt es in unserem Sonnensystem kein zweites Mal. Seltsame Bergrücken ragen spitz in die Nacht. Sie wirken eher wie die Schuppen eines Drachens oder die Rinde eines Baumes als wie geologische Formen. Sind sie das Ergebnis tektonischer Aktivität durch Wärme aus dem Inneren Plutos? Oder versetzt die Strahlung der weit entfernten Sonne Stoffe in gasförmigen Zustand? Wir müssen unbedingt erforschen, warum diese felsigen und eisigen Welten länger feucht bleiben, als wir dachten. Diese Antwort liegt tief im Inneren. Es ist auf jeden Fall sehr rätselhaft. Sind es Wadis, die von uralten Sturzfluten gegraben wurden? Ist der Boden der Krater mit frischem Schnee bedeckt, einem ersten Zeichen für den Beginn des plutonischen Winters? Pluto ist viel aktiver und vielseitiger, als ich mir das je hätte ausmalen können. Aber so ist es eigentlich jedes Mal, wenn wir eine neue Welt erforschen. Unsere Vorstellung wird immer übertroffen. 7 Wochen nach dem Vorbeiflug beginnt New Horizons, die gespeicherten Daten systematisch ans Kontrollzentrum zu übertragen. Wegen der zunehmenden Entfernung sinkt die Übertragungsrate von 2000 auf 700 Bit pro Sekunde. Obwohl wir die größten Antennen mit einem Durchmesser von 70 Metern verwenden, dauert es 16 Monate, bis wir alle Daten haben. 2017 fliegt New Horizons durch eine Region weit verstreuter Eisbrocken. Was ist das für eine Gegend? Die Forscher teilen unser Sonnensystem in 3 Zonen ein. Die inneren Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars sind klein, felsig und liegen nahe an der Sonne. Das ist die 1. Zone. In der 2. finden sich die Gas- und Eisriesen, Jupiter und Saturn sowie Uranus und Neptun. Der kleine Pluto liegt an ihrem äußersten Rand. Der Astronom Gerhard Kuiper sagte die Existenz eines Gürtels aus eisigen Objekten voraus, der hinter Neptun liegen und das gesamte Sonnensystem umgeben sollte. Eine relativ flache Region, die heute als Kuipergürtel bekannt ist. Dort liegt New Horizons nächstes Ziel, ein Objekt, das PT1 benannt wurde. Es hat die Form einer Kartoffel, ist 45 Kilometer breit und den Pluto-Monden Hydra und Styx sehr ähnlich. Um dorthin zu gelangen, muss New Horizons von Pluto aus noch einmal 1,5 Milliarden Kilometer zurücklegen. Etwas anderes, über das wir noch nichts wissen, sind die kleinen Objekte im Kuipergürtel. Kleine Bruchstücke, die zu Kometen werden und nur einen Durchmesser von 1 statt 100 Kilometern haben.
Das Wissen über die Entstehung und die Entwicklung unseres Sonnensystems hat seit der Entdeckung des Kuipergürtels immens zugenommen. Wir wissen, dass das Sonnensystem in den ersten Milliarden Jahren ein sehr gefährlicher Ort war. Eine Zeit lang fegten die Gasriesen durch den ursprünglichen Kuipergürtel. Was jetzt noch übrig ist, sind nur die Reste. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun pflügten wahrscheinlich dadurch und schleuderten die Objekte überall umher. Diese verstreuten Körper waren in Zusammenstöße verwickelt. Viele klein, einige folgenschwerer. Im Falle von Pluto und einem weiteren Planeten unseres Sonnensystems waren die Kollisionen gewaltig. Bei dem anderen Planeten handelt es sich um die Erde. Aus der herausgesprengten Materie formte sich unser Mond. Die Astronomen nennen diese Zeit das große Bombardement. Die zahlreichen Krater auf der Mondoberfläche stammen aus dieser gewaltsamen Epoche. Diese massiven Zusammenstöße waren zu Beginn der Entstehung unseres Sonnensystems an der Tagesordnung. Das zeigen auch Computermodelle. Im Kuipergürtel gibt es Hinweise, die diese Theorie bestätigen. Dass es in unserem Sonnensystem mehr als ein Beispiel dafür gibt, zeigt zusammen mit den Computermodellen, dass es vermutlich oft so passiert ist. Systeme wie das von Pluto und Charon und von der Erde und dem Mond sind womöglich recht verbreitet in unserer Galaxis. Das Spannende an der Erforschung des Pluto-Systems ist, dass es trotz seiner großen Entfernung und seiner Andersartigkeit doch wichtig für die Planetenforschung in anderen Sonnensystemen sein kann. Die erfolgreiche Erforschung von Pluto und dem Kuipergürtel gibt uns wichtige Hinweise über unsere eigene Herkunft. Was bringt jemanden dazu, eine Raumsonde in diese weit entfernten, rätselhaften Welten zu entsenden? Ich bin einfach neugierig. Geheimnisse lüften, Dinge, die wir nicht kennen, neue Entdeckungen machen. Wenn man einen Planeten das erste Mal so nah sieht, ist das immer etwas Besonderes. Es gibt so viel Überraschendes und man lernt so viel. Erst war es nur ein weit entfernter Lichtpunkt. Jetzt ist es eine komplette Welt, von der es Karten gibt. Man kann die Krater zählen und sehen, was auf der Oberfläche vor sich geht. Während der monatelangen Datenübermittlung erlangen die Forscher ständig neue Erkenntnisse und die Auswertung der Daten wird Jahre dauern. Die letzten Aufnahmen zeigen eine Welt voller bizarrer geologischer Formen, die wir von der Erde nicht kennen. Das halten Wissenschaftler für einen der größten Kryo- oder Eisvulkane unseres Sonnensystems. Die Kamera RALF hat rätselhafte rote Flecken in seinem Umfeld eingefangen. Entstehung und Beschaffenheit sind unbekannt. Aber die Region muss geologisch aktiv sein, denn es ist nur ein einsamer Einschlagkrater zu sehen. Das New Horizons-Projekt ist ein Beispiel für Entschlossenheit, Geduld und perfekte Planung. Das Zusammenwirken von Ingenieurskunst und Wissenschaft und für unsere unstillbare Neugier. Bis zum Kuipergürtel und noch viel weiter.